Servus, liebe, nette und zuckersüße YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich wirklich sehr, denn wenn ihr nicht dabei wäret, wären gewesen getan, dann wärt ihr gewesen. Schön, dass ihr da seid. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Das Tor ist ca. 120, 130, 140, 150 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Den ersten Flügel, der wirklich sehr morsch, wurmstichig. Gewisse Teile mussten ersetzt werden. Das ist eigentlich die Füllung von Teil 1. Hier habe ich links und rechts was mit der Kreissäge wegschneiden müssen, weil es wurmstichig und morsch war. Also es dürfte in die Nut Wasser gekommen sein. Diese Leiste, die ich angeleimt hatte, hat hier überstanden. Und auf der anderen Seite, wo es abgefasst ist, quasi die Abplattung für die Füllung, damit sie hineingeht in die Nut, muss ich schräg hobeln. Habe mir das in die Hinterzange eingespannt, auf der Hobelbank. Und jetzt fahre ich durch. Hier noch. So, hier bin ich bündig. Die andere Seite, jetzt werde ich mir die Bankhaken etwas nach unten stellen, damit ich nicht unabsichtlich mit den Hobeleisen irgendwie ankomme. Hier habt ihr ja diese Schräge. Das heißt, ich muss hier an der Spitze erstmal was wegnehmen. Hier kontrolliere ich, ob das gleichmäßig parallel ist. Jetzt fahre ich durch. Also hier schaut mir die Nase noch vor. Hier ist ja auch eine Schräge. Das mache ich aber mit der Schleifmaschine. Und so weiter und so fort. Das habe ich alles halbwegs gut, glaube ich, gezeigt. Schlitzzapfen, Gärungsschlitzzapfen kommen in dem Video vor. Also auch eine Verbindung, die nicht so alltäglich ist. Und heute hier geht es darum, der zweite Flügel wird auch ein wenig auf Vordermann gebracht. Das Schloss, das alte, muss ja herausgenommen werden. Es kommt ein neues hinein. Dazu muss ich den Schlosskasten, der ausgestemmt war, neu ausbohren, ausfräsen, damit der kleinere hineinpasst. Denn das Tor wird elektrisch geöffnet dann in Zukunft. Wir fangen jetzt gleich mit einem wunderbaren Trick an. Und zwar ist hier eine alte Schlitzschraube. Das habe ich so befestigt, dass ich nicht hinhalten muss. Und diese Schlitzschraube geht nicht mehr heraus. Die anderen sind gegangen, bis auf die letzten zwei. Also ihr müsst mir das jetzt einfach glauben, dass die Schraube wirklich nicht herausgeht. Ich habe mir das so befestigt hier, dass es nicht herunterfällt. Wenn ich das weggebe, oh je. Und jetzt ist die Schraube extrem heiß. Das lege ich so her, dass nichts anfängt zu brennen. So, jetzt ist die Schraube extrem heiß und dann geht sie heraus. Vorher ist sie überhaupt nicht gegangen. Ich glaube, das ist, das Eisen dehnt sich durch die Hitze und macht sich quasi um die Schraube herum mehr Platz. Aber das ist so ein alter Trick. Den habe ich von meinem Großvater. Die Schraube greife ich jetzt. Na, geht. Auf jeden Fall gleich mit so einem Trick beginnen, das ist meiner Meinung nach schon spitzenmäßig. Jetzt muss ich hier diese Nägel noch herausnehmen. Hier sammle ich alles. Hier ist auch ein Nagel, der kommt heraus. Und dann bohre ich diese Holznägel aus, schlage diese Keile heraus und nehme den Flügel auseinander. Hier kann man auch sehen, dass diese Füllung so weit zusammengetrocknet ist, dass Luft ist. Das heißt, ich muss hier was dazuleimen. Wenn man sich schon diese Arbeit antut, dann kommt es auf ein paar so kleine Highlights auch nicht mehr an. Warum sie diese Nägel auch hier rein haben, ist mir eigentlich unklar, weil das hält bombenfest. Durch die Schrauben alleine schon. Wenn er kürzer ist, kann ich ihn leichter durchschlagen. Wenn er so lang ist und ich schlage hinten drauf, das mache ich hier dann auch gleich, zwicke ihn ab und so kann ich ihn jetzt leicht durchschlagen. So, die Dübel bohre ich aus, also die Holznägel. Der Keil ist hier, das sieht man eh gut. Hier erkennt man den Keil, hier ist die Maserung so und hier ist ein Maserungswechsel. Somit ist hier der Keil.
Keil geht nicht heraus, der ist verleimt, aber man kann davon ausgehen, dass der Keil so spitz zugeht. Jetzt hält der Keil nicht mehr so viel, würde ich mal meinen. So, jetzt spanne ich mir das nieder, dass dieses Teil liegen bleibt. Hier gebe ich die Anti-Rutsch-Matte heraus, die ist eh nicht mehr drinnen. Und jetzt schauen wir, ob sich was tut. Hier tut sich nichts. Hier geht's. Hier oben hängt's. Tut sich was, aber der Keil ist hier eingeleimt gewesen. Das habe ich bei der vorigen Türe schon so gesehen. Und jetzt werde ich hier. So, jetzt ist hier der Keil auf jeden Fall ausgebohrt. Also jetzt ist der Keil auf jeden Fall heraus. Jetzt geht was. Hier geht es etwas streng. Und hier sind dann die ganzen Zapfen und hier ist das auch dann so geflickt. Das war sogar schon ursprünglich geflickt. Das kann ich kurz herzeigen. Hier war dieses Teil herinnen. Um das Ganze, um diese Flickerei dann später nicht mehr zu haben, werde ich hier einen Zentimeter wegschneiden und neu was aufleimen, wenn die Türe wieder verkeilt und alles fertig ist. Dann kann ich das schön ausarbeiten und es sieht ordentlicher aus, meiner Meinung. Also so genau kann mit einer Maschine keiner arbeiten. Ohne Leim hält das so. Ich sehe schon das Problem, der Keil ist auch hier, da habe ich jetzt, aber das, was ich jetzt zusammengehaut habe, das ist sowieso kaputt. Hier war noch ein Keil, den ich, was heißt einer, hier sind 5 Keile, das ist alles Keil hier. Das hier sind eigentlich alles Keile. Das hat man hier nicht gesehen, weil es so viel war. Jetzt hat man sich natürlich gedacht, das ist nichts, aber das ist was. Das ist hier alles morsch, das muss sich sowieso erneuern. Ich habe mir gedacht, das erspare ich mir. Wieder nichts. So, heraus. Ah, hier noch. Hier ist aber das Gute, hier ist das Profil noch gut. Das heißt, ich kann das so machen, dass ich nur was wegfräse und links und rechts eine Wange aufleime. Das ist ein Bruchteil des Aufwandes, wie wenn ich nachhobeln was muss und neu machen. Und hier herüben ist eigentlich dasselbe Problem. Noch einfacher fast wäre es, wenn ich jetzt sage, ich schneide dieses Teil in der Mitte durch, dann habe ich das auch gleich alles ausgeflickt. Das wäre eigentlich das Allerbeste, was ich machen könnte. Also hier durchschneiden, hier wegschneiden und das neu raufleimen. Das muss ich mir jetzt überlegen, wie ich das am klugesten mache. Aber dann wäre dieses Problem gelöst. Der Kasten wäre neu. Wie weit geht der hinein? 11 cm. Das mittlere Fries hier bewegt sich überhaupt nicht. Das hier hat Spiel. Das heißt, das bohre ich aus. So. Jetzt bohre ich großzügig die Keile aus. Es ist so schwer zu sagen. Es ist unvorstellbar, wie gut das hält. Unvorstellbar. Ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt herausziehen, wenn die Nägel weg sind. Keine Chance. Okay, dann bohre ich das hier auch aus. Hier, das sieht mir auch aus wie ein Keil. Hier sieht man den Keil. Den habe ich auch nur teilweise herausbekommen. Hier sehe ich ihn zwar nicht, aber jetzt ist der wieder locker, der Keil. Jetzt geht es wieder besser. So. Und jetzt kann ich hier unten das hier wegschneiden und dieses bisschen Zapfen, was fehlt, nachhobeln.
Jetzt fräsen wir einen Zapfen an, aber zuvor muss ich euch was zeigen. Es schneit draußen, das will ich, dass ihr das seht. Vielleicht kommt dieses Video erst im Sommer. Wenn ihr das Video erst im Sommer seht und es schneit, dann ist das total unrealistisch. Wenn ihr das Video hingegen im Winter seht, meinen kleinen Traum bezüglich Schnee verrate ich euch jetzt. Hier baue ich mir so ein Kastenstockfenster hinein, denn ich will dann hier an der Hobelbank arbeiten und draußen schneit es. Also das ist noch so ein Lebensziel, ist zwar jetzt nicht irgendwas, was man sich nicht leisten kann, aber dafür erreiche ich dieses Ziel auch, hier ein Kastenstockfenster zu bauen und dann quasi hier zu arbeiten. Das Schaf im Schnee werden wir jetzt anschauen. Okay. Die Hühner im Schnee. Der Baum im Schnee. Hier am Baum, der hat übrigens eine Krankheit, das zeige ich euch auch gleich. Im Schnee sieht man das aber schlecht. Es sieht aus, wie wenn Schnee oben liegen würde. Hier an so manchen Stellen, das muss ich euch irgendwann anders zeigen, im Sommer. Hier noch die Katze im Schnee. Katze im Schnee, wie ist das so? Okay. Und jetzt wieder in der schönen geheizten Werkstatt. Es ist ein Traum. So. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es war nachher. Es ist eine sehr nahe Aufnahme. Ist ja mal was anderes, ne? Ja, es ist wunderschön, dass ihr dabei gewesen seid. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt dran, bleibt uns gewogen. Tschüss, Papa. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.